Gott, ist das jetzt ein Makel, mit dem wir behaftet sind, wenn wir vergessen? Oder ist das vielleicht eine unserer wesentlichsten Eigenschaften, die uns überhaupt erst so lange leben lassen? Wenn Sie im Theater sitzen und sich diese Frage stellen, dann hat Regisseur Daniel Minetti erreicht, was er wollte. Das makellose, perfekte Gedächtnis. Ein Fluch oder Segen? Jungschauspieler Cornelius Gebert setzt sich damit im kalten, weißen Licht auseinander. Und zwar ganz allein, im warmherzigen Monolog über die Lebensgeschichte seiner Hauptfigur, Joey Blueglass. Blueglass wie der Name des Stückes. Erfunden hat das der Romanautor Chris Wilson. The main character is Joey Blueglass, who's a young man and he's growing up in... Der Protagonist ist Joey Blueglass, ein junger Mann, der im 19. Jahrhundert in England aufwächst. Er kommt aus der Arbeiterklasse und er wird ein richtig guter Trickdieb. Er wird unter anderem auch ein Musical-Darsteller. Wenn wir so ein Stück Literatur lesen, wo wir sagen, das könnte was fürs Theater sein, sind wir immer total glücklich. Und dann beginnt gleich was zu kribbeln und dann denkt man, ich sehe da schon jemanden auf der Bühne. So ging es mir damit. Der Chris Wilson hat ja ein großes, dickes Buch geschrieben. Das schaffen wir nicht, alles auf die Bühne zu bringen. Dennoch ist es faszinierend, auf welche Weise Cornelius Gebert es schafft, so viele interessante Charaktere aus Wilsons Feder zum Leben zu erwecken. Sie tauchen von Beginn an auf, von der Entbindung des Protagonisten bis hin zu seinem Tod. Joey Blueglass erinnert sich sehr intensiv, etwas skurril und bildhaft. Jemand in die Runde sprach, ist ein verdammtes Wunderkind. Es gibt nichts, was er nicht kann. Zählen, lesen, rechnen. Die meisten kannten das schon und nahmen es stillschweigend hin. Wie ein weißes, unbeschriebenes Blatt Papier wirkt der Hintergrund. Der Würfel übernimmt verschiedene Aufgaben im Stück. Daraus zaubert er zum Beispiel das Betttuch, in dem Blueglass als junger Teenager neben einer Hure liegt und es für Beischlaf hält. Wir lagen eine knappe Stunde so da und es fiel nichts weiter vor, außer ihrem Schnarchen und Schnauben und dem unerklärlichen Versteifen meines Dings da, das Burks-Etikette einfach nicht erwähnt. Es stellt sich mir nichts, dir nichts, stolz auf, ohne Sinn und Zweck. Würdest du gern Brett mit mir spielen? Oder vielleicht Poker, um die Zeit zu vertreiben? Zeit ist abgelaufen. Ein weiterer Mann wird das Gleiche wollen. Ein Mädchen muss ihr Geld verdienen. Es ist eine Geschichte der düsteren Unterwelt der Diebe, der Begierde und der Veränderung. Und nicht zuletzt eine humorvolle und nachdenklich stimmende Geschichte, die Sie garantiert nicht so leicht vergessen werden. Ob nun Fluch oder Segen, entscheiden Sie selbst. Am 19. Mai um 19.30 Uhr im Theater Mönchengladbach. An Joey Blueglass, hochwohl geboren. Lieber Joey, Erinnerung kann schmerzen. Deshalb ist folgender Vorfall von deinem treuen, früheren Selbst herausredigiert worden. 21. Februar 1856. PS. Ist das Leben jetzt besser?